Dann schauen wir doch mal, ob wir das Tor hier irgendwie aufbekommen. Aber die Winde klemmt. Na gut, vielleicht ist es auch ganz gut so, dass wir da nicht hinterkommen, denn wenn das hier nur die Vorhut ist, dann wird dahinter wohl der Rest sein. Oder irgendwann wird dahinter mal der Rest kommen, wenn er dann merkt, dass die Vorhut sich nicht meldet. Aber gut, nehmen wir noch alles an Äxten mit, was wir finden können. Was nicht wirklich viel ist. Aber jedes bisschen hilft, denn inzwischen haben wir auch ein paar Sachen, die wir gerne hätten. Also jetzt nicht unbedingt Rüstung und Waffen, da sind wir ja schon recht gut bestückt. Sondern eher Heiltränke, Geschwindigkeitstränke und jede Menge Schriftrollen. Denn da in dem Turm hört es sich so an, als wenn wir eine Menge Magie brauchen werden. Gegen die ganzen beschworenen Dämonen und Elementarwesen. Und die Echse da sieht ziemlich gefährlich aus. Die umgehen wir doch einfach mal. So, hier müsste eigentlich irgendwo der Turm gewesen sein. Oh, noch mehr Echsen, aber die sehen machbar aus. Und da wäre der Turm. Aber gut, räumen wir hier vorne erstmal ein bisschen weiter auf. Du, komm mal her. Und zack, zack, zack. Oh oh, zweiter. Na, die können doch ziemlich garstig zubeißen. Da müssen wir vorsichtig sein. Aber den da unten schnappen wir uns mal. Weil die links, die Echsen, die sind absolut kein Problem. Und, na komm, komm, ein guter Treffer noch. Ja, und die hier sind eigentlich nur dafür da, dass wir ein paar mehr Jagdtrophäen zum Tauschen haben. Und Fleisch, wenn wir dann mal wieder was braten wollen würden. Aber momentan sind wir ja eher auf den Geschmack von Heiltränken gekommen. Denn wir können es uns ja leisten. So, apropos Heiltränke, da trinken wir doch gleich mal ein, zwei Stück von. Und versuchen hier oben wieder erstmal die hier auszunehmen. Oh, haben wir schon. Und dann den nächsten rauszulocken. Genau dich. Und deinen Kumpel nicht unbedingt. Genau. Komm her. Und da hinten sind noch mehr. Ja, wir haben ja definitiv noch eine Menge zu tun. Und jedes bisschen Kampferfahrung kann wir gut gebrauchen. Obwohl, es ist noch eine ganze Ecke hin, bis wir zur nächsten Stufe kommen. Aber was soll's. So, dich können wir anstürmen, da ist keiner mehr in der Nähe. So. Da ist die gefährliche Echse, die lassen wir mal schön in Ruhe. Und gucken da in diese Höhle rein. Was haben wir da? Eine Echse. Boah, eine Echse ist kein Problem. Und da links haben wir eine Tür. Schauen wir mal. Zwei Kisten sehe ich schon. Und das war's. Na gut. Was haben wir da drin? Nichts. Und... ah, Schattenläuferfälle. Die sind gut was wert. Dann eine Fackel, zwei Bier und ein Dietrich. Na gut, das Bier brauchen wir nicht mehr wirklich, denn bestechen müssen wir nicht mehr. Unsere Rüstung und unsere schwere Axt hier auf dem Rücken sind Bestätigung genug. Die könnten ein Problem werden da unten. Die stehen nämlich ganz schön nah beieinander. Komm, will nicht einer von euch uns angreifen? Ja, du. Gute Sache. Komm mal her. Ja, so ist gut. Noch ein, zwei Schritte. Und drauf da. So. Wie kommen wir überhaupt zu dem Turm da hoch?
Der steht auf so einer Art Vorsprung. Und ich glaube, da können wir nicht hoch. Schauen wir mal kurz. Nee. Müssen wir da oben irgendwie rumgucken. Und warum liegt da ein Heiltrank auf dem Boden? Der kommt doch gleich mal mit. So. Oder hier unten vielleicht irgendwo eine Höhle als Zugang? Mal müssen wir uns umschauen. So, schön vorsichtig, nur ein von denen. Ja, ich sagte nur ein von denen. Komm. Ja, die große Reichweite von der Axt macht sich definitiv bezahlt. Zähe Biester, auf jeden Fall. So, noch mehr Heiltränke. Ah, wir haben ja noch 39 Stück. Das dürfte reichen für eine Weile. So, dich hätten wir noch gerne. Genau du. Komm mal her. Oh. Oder du, ist mir gleich. Hauptsache ist nur einer von euch. Ich sagte nur einer von euch. Nicht gut, gar nicht gut. Na gut, versuchen wir einen schnell umzubringen. Das sieht auch schon mal gut aus. Jo, super. Das hätte wesentlich schlimmer ablaufen können. Und schauen wir mal, ob die vielleicht irgendwas bewacht haben. So eine Art Nest oder... Nee, nur ein paar Pilze. Das ist jetzt nicht wirklich berauschend. So, da geht's nicht hoch. Hier ist nur ein kleiner sumpfiger Tümpel. Nö. Dann müssen wir da wieder zurück und da den Berg hoch und dann schauen, ob wir da irgendwo einen Pfad finden. Ja, der Magier hat sich definitiv einen guten Platz ausgesucht für seinen Turm. Schön leicht zu bewachen. Erstmal sind hier überall die Echsen, die Orks und noch mehr Echsen. Und wahrscheinlich gibt es nur einen ganz schmalen Zugang zu dem Turm. So, also da geht es schon mal weiter. Aber wir wollen die vier hier auch noch mitnehmen. So, du stehst schön abseits. Komm her. Und zack, zack, zack. Oh oh. Ja, die sind schon ein bisschen sozialer als die anderen Tiere hier. Au, 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 au. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Ah, doch, schon wesentlich besser. Ja, man braucht da schon ein paar recht gute Treffer, um überhaupt durch deren Haut durchzukommen. Wir halten einiges aus. Und das, obwohl wir schon so eine schwere Waffe haben. So, und dich stürmen wir an. Genau, du kommst gar nicht dazu anzugreifen. Oder doch. So, das müsste jetzt aber gewesen sein an Echsen. Und wieder Heiltränke. So, genug Aufwärmtraining. Wir wollen jetzt endlich wissen, was da bei dem Turm vor sich geht. Ah, das Kleinvieh hier ist kein Problem. Das können wir auch noch mitnehmen. Zack, und zack, und zack. Dich auch noch. So. Das kommt alles mit. Können wir schön tauschen gegen Zauberspruchrollen und Heiltränke. Dich auch. Und dich auch. Und da oben liegt irgendwas. Sieht aus wie ein Heiltrank. Und ein Skelett und eine Axt. Ja, definitiv eine gefährliche Ecke hier. Wir könnten links rum oder rechts rum. Ich glaube, rechts rum ist näher am Turm. Ja, da sieht man die Spitze rausgucken. Also schauen wir mal hier. Oh, okay. Steingolem. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass es da zum Turm geht. Suchen wir mal unseren Hammer raus. Da. Nicht zaubern, wir wollen hammern. Komm her. Hoffentlich bist du genauso schwach wie dein Kollege.
Jo, das sieht gut aus. Ein Herz eines Steingolems. Okay, wird mitgenommen. Was haben die Bücher gesagt? Es gab Steingolems, Eisgolems und Feuergolems. Also die Steingolems sind schon mal kein Problem. Oh, Eisgolem. Da hat das Buch gesagt, wir sollten Feuermagie benutzen. Das heißt, wir nehmen mal unseren Feuerball. Und gucken, wie gut er funktioniert. Wusch, guter Treffer. Oh oh. Der scheint zu zaubern. Aber dazu kam er nicht mehr. Schöne Sache. Ja, war doch recht praktisch, die Bücher vorgelesen zu haben. Auch wenn es einigermaßen naheliegend ist, dass ein Eisgolem durch Feuer gut Schaden nimmt. Bei den Feuergolems war es allerdings anders. Jedenfalls laut dem zweiten Buch, das wir gefunden haben. Da stand nämlich drin, dass Eis oder Blitze ihnen Schaden zufügt. Und bei Feuer, wenn man da mit Eis gegenwirft, dann will das Eis eher schmelzen, oder? Also bräuchten wir eigentlich einen Blitzzauber. Davon haben wir aber, glaube ich, keinen. Da haben wir einen Eisblock, aber der wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Telekinese, Teleport und Verwandlungszauber. Was machen wir da? Na gut, erstmal gucken wir, ob da überhaupt ein Feuergolem ist. Vielleicht kommt jetzt ja auch wieder ein Steingolem. Das ist ein bisschen eng hier. Ah, nee, ist ein Feuergolem. Weg. Gut, was machen wir jetzt? Wir könnten uns zu den Wassermagiern zurückteleportieren und da nach einer Blitzschriftrolle suchen. Oder wir laufen einfach an ihm vorbei. Ich meine, die Golems an sich sahen nicht sehr schnell aus. Und wir haben extra Tränke dafür. Also ja, das klingt nach einem guten Plan. So. Außerdem wissen wir auch gar nicht, ob wir die einfach umbringen müssen oder ob wir auch sie ignorieren können. Das heißt, wir ignorieren ihn erstmal, hoffen, dass wir im Turm irgendetwas finden, was wir gegen ihn gebrauchen könnten, und wenn nicht, dann halt nicht. Solange er uns nicht in den Turm rein verfolgt, ist alles gut. So. Er verfolgt uns schon mal nicht bis hierher. Was haben wir hier oben? Nur ein See und anscheinend gibt es noch einen zweiten Zugang. Ah, wir hätten einfach über den Tümpel da gehen können. Und dann da hoch, hier hoch und dann zum Turm. Also ja, anscheinend haben wir uns das nur extra schwer gemacht, indem wir den Haupteingang genommen haben, der durch Golems bewacht wird, anstatt den Seiteneingang zu nehmen. Aber gut. Jetzt stehen wir da. Vor dem Dämonenturm. Also ja, vor dem Turm, wo der Magier Xardas drin sein soll. Der ein Dämonenbeschwörer ist und da ist schon irgendwas in der Ecke. Und wir hören bösartiges Knurren. Das ist nicht gut. Und da lauert auch schon der Feuergolem. Ja, definitiv eine gefährliche Ecke. Das heißt, wir speichern jetzt erstmal. LP 64.